Ja, und wie gesagt, mittlerweile hat die Union verkündet, dass Amthor sich als Konsequenz aus dem AMRI-Untersuchungsausschuss zurückzieht. Christine Schweizer in Berlin, warum dann ausgerechnet der Rückzug aus diesem Ausschuss? Ja, das ist sehr heikel, eben weil es diese Verbindung gibt über diese amerikanische Firma zu Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes. Und der Verfassungsschutz steht in diesem Zusammenhang in der Kritik, dass man möglicherweise schon Hinweise gehabt haben könnte auf die Anschläge am Breitscheidplatz, auf den Anschlag. Und Hans-Georg Maaßen ist als Zeuge geladen. Und diese Verbindung jetzt über die amerikanische Firma, da hat man intern auch ein bisschen Druck jetzt ausgeübt auf Philipp Amthor. Und die Konsequenz ist eben, dass er sich jetzt zurückgezogen hat. Jetzt hat Unionsfraktionschef Brinkhaus ja eine Klärung bzw. Untersuchung des Falls Amthor angekündigt. Was ist denn da gemeint? Steckt da womöglich noch mehr in diesem Fall? Ja, es gibt ja auch die Vorwürfe, dass es teure Luxusreisen gab, Übernachtungen in Hotels etc. Das wird jetzt sicherlich auch eine Rolle spielen bei der Überprüfung. Man will da jetzt auch aus Sicht der Unionsfraktion sich selbst absichern, dass da nicht noch etwas herauskommt, was vielleicht am Ende auch dann sich rückspiegelt oder eine schlechte Wirkung auch auf die Partei, auf die Fraktion hat. Also das werden sie jetzt in der Tat genau prüfen und dann muss sich Philipp Amthor da auch offen erklären. Er hat wohl, so haben wir das gestern und heute auch gehört, aus der Union sich da offen gezeigt, auch an der Aufklärung ja, mitzuwirken. Und dann wäre es möglich, dass Amthor vielleicht doch noch sein Mandat als Bundestagsabgeordneter niederlegen muss? Ja, wenn der Druck wächst und wenn jetzt möglicherweise da tatsächlich auch handfeste Dinge herauskommen, wo er verstoßen hat, möglicherweise gegen das Abgeordnetengesetz, dann wäre das eine denkbare Konsequenz. Inzwischen soll ja auch die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin zumindest einen Anfangsverdacht prüfen oder schauen, ob es eben einen Verdacht gibt. Also da gibt es Bewegung und möglicherweise ist auch am Ende der Druck so groß, dass er von sich aus Konsequenzen zieht. Bisher aber können wir das noch nicht berichten. Was ist das eigentlich für eine Firma, für die Amthor sich da eingesetzt hat? Ja, das fragen sich viele. Wenn man mal dort auf die Internetseite schaut, dann kann man schwer erkennen, wofür sie eigentlich tätig sind. Es muss sich um künstliche Intelligenz handeln. Es ist ein amerikanisches Unternehmen, das von Deutschen gegründet wurde, das eben ein Netzwerk gestrickt hat. Vornehmlich konservative Köpfe sind dort dabei. Der ehemalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg, eben Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzpräsident. Und ja, es gibt eben den Vorwurf, dass sie versuchen, Einfluss zu nehmen, auch auf die Politik. Und das zumindest wirft ein ja, fragwürdiges Licht auf diese Firma. Und auch eine ziemlich illustre Runde. Amthor habe eine Grenze überschritten, heißt es, gerade zum Beispiel von der Linkspartei. Wie weit geht eigentlich der Einfluss von Firmen und Lobbys in der Politik? Ja, da sagt zum Beispiel Lobby Control oder auch Transparency International, dass man doch öfter solche Grenzüberschreitungen wahrnimmt, dass Reisen angenommen werden auf Einladung von Unternehmen, wo die Tätigkeit fragwürdig ist oder wo nicht ganz klar ist, was ist der Zweck. Es ist immer eine Gratwanderung. Natürlich müssen die Abgeordneten auch in ihren Wahlkreisen die Kontakte zur Wirtschaft pflegen und Kontakt halten dort, auch für die Unternehmen Ansprechpartner sein. Aber es ist eben die Frage, was erhält man dafür? Und das ist die Gratwanderung, die zumindest Lobby Control sagt, doch des Öfteren mal überschritten wird. Die SPD fordert jetzt ein Lobbyregister für Bundestagsabgeordnete zum wiederholten Mal, muss man sagen. Was würde das denn bringen? Ja, es gibt zumindest die Hoffnung, dass es etwas bringt, dass strengere Regeln für mehr Transparenz sorgen, dass man mehr offenlegen muss und dass dadurch eben solche Grenzüberschreitungen vermieden werden können. Das Problem ist, dass also vor allen Dingen in der Union es da immer auch Widerstand gab in den letzten Jahren. Es gab immer mal wieder den Vorstoß. Jetzt gibt es wohl ernsthafte Verhandlungen. Aber es ist etwas, wo man jetzt eben auch aus Sicht der Opposition und aber auch aus Sicht der SPD diesen Fall Philipp Amthor nutzt, um da nochmal Druck auch auf den Koalitionspartner oder in diesem Fall eben die Union auszuüben. Vielen Dank für diese Information und Einschätzung aus dem Hauptstadtstudio. Christine Schweizer, danke nach Berlin.